Und damit herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Challenges. Und zwar die Head Trauma Challenge, die ich jetzt zum dritten Mal mache. Und die richtig abgefuckt ist. Ich will mit der gar nicht spielen. Und Freddy ist immer noch dabei. Und spielt immer noch Unity. Achso, das wusste ich auch zum Beispiel nicht mehr. Ja, wir haben den Tiny Planet. Ich kenne jetzt alles zum dritten Mal. Wir haben den Tiny Planet, wir haben den Eisenbarren, wir haben den Small Rock, der angeblich einen Damage abmachen soll, aber der uns eigentlich nur langsamer macht, und die Sojamilch. Der Small Rock macht nicht mehr langsamer seit Rebirth. Oh, gut. Dann macht er einfach gar nichts, weil wir haben ja die Sojamilch gekriegt. Und die Sojamilch steht nach dem Small Rock da. Das heißt, alle anderen Effekte müssten beeinflusst werden, dass sie nichts mehr bringen. Damage ab. Ja, danke für eine Kiste. Damage ups und sowas. Ja, ich glaube, du machst noch ein bisschen mehr Schaden als ohne den Damage. Ohne den kleinen, also mein Damage Rock, ist auf 1. Was, ein Seelenherz in einem Stahlraum? Nice, danke. Verpiss dich! Du Ficker! Ich hab hier gerade mit so einem Raum mit Gegnern, die einem hinterherlaufen. Das ist richtig abgefuckt. Nur um das Freddy mal zu erklären, weil er nichts sieht natürlich. Weil ich mein Datenvolumen nicht so schnell aufbrauchen will. Obwohl das schon fast wieder leer ist. Aber das Problem habe ich ja jetzt nur noch ein paar Tage. Das ist nämlich ganz gut. Das ist ja, wo ist der letzte Gegner? Ach, da. Und dann wird das richtig schön. Wir haben übrigens den 23. Dezember. Und das heißt, morgen ist Heiligabend. Juhu! Yay! Und Freddy, was bringt dir der Weihnachtsmann? Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht eine neue Grafikkarte. Ja, das wäre natürlich sehr nice. Könnt ihr nicht Unity mal auf höchster Grafik spielen? Flüssig. Richtig nice Grafikkarte, oder? Richtig nice Grafikkarte. Nice, nice. Jetzt ist es keine Titan, aber besser. Besser als eine Titan, oh. Ja, Preis-Leistung ist Titan einfach nicht so krass, würde ich sagen. Titan ist halt echt was für Leute, die Photoshop 27 mal nebeneinander laufen lassen. So wie ich. Nein, du benutzt es auch nur einmal. Ja, es gibt doch keinen Menschen, der 27 mal benutzt. Ach doch, bestimmt. Nein, das ist dumm. Monstro besiegt den blauen Pilz, HP ab, Tears ab und Shotspeed ab. Alter, noch mehr Tears ab. Tears ab und Shotspeed sind schon ganz hoch. Ich bräuchte mal einen Damage ab. Cricket's Head wäre super. Cricket's Head wäre immer super. Immer. Ach, fuck drauf, dann gehen wir halt in die nächste Ebene. Übrigens, wenn ich mit dieser... Ich kann mit dieser Kombo gar nicht zum Boss Rush kommen. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mit dieser Kombo zum Boss Rush kommen würde, würde ich den übrigens nicht machen. Allein schon wegen der Soymilk. Das kannst du nicht zur Boss Rush kommen. Weil man beim... Ach doch, könnte man, ja, stimmt. Ja, aber ich würde das auf keinen Fall machen, Alter. Das würde ich echt auf keinen Fall machen. Nicht? Den Boss Rush mit der Kombo, Alter, das wäre ein Selbstmord. Das wäre schlimmer als Selbstmord. Wie spät ist es, Freddy? Weiß ich nicht. Kannst du mal bitte kurz gucken? 14.45 Uhr. Oh fuck, ich muss gleich mal kurz los. Ich muss gleich mal kurz meine Freundin vom Bus abholen. Alles bei dir. Dann bin ich kurz 5 Minuten weg oder so. Mit dem Auto oder? Alter, zu Fuß? Ich fast, ja, genau, zu Fuß in Großfehlen. Bist du behindert? Ja, genau, das werde ich zensieren. Das werde ich beides zensieren. Warum? Weil keiner weiß, wo wir wohnen. Das weiß jeder. Niemals. Haben wir nicht schon 100 Mal gesagt? Nein, haben wir wirklich nicht. Haben wir 100 Mal schon gesagt, mindestens. Nein, haben wir nie gesagt. Ja, jetzt zensierst du es doch. Oh jo. Man dauert es 1000 Jahre, Alter, die zu töten. Ich muss mir echt mal angucken, ob Zensieren mit unserem Tool nicht doch irgendwie einfacher geht. Ja, das geht voll einfach. Nein, geht's doch nicht, ich hab mich getäuscht.
dachte, es geht richtig einfach. Oh, Trollbombe vorab. Ja. Für mich heißt es übrigens gerade, dass ganz oben in der Tür ein Bossgegner wartet. Weil. Ja, weil ich die Tür nicht aufsprengen konnte im Kampf. Nice zu wissen, dass das auch so klar ist. Envy, Alter. Envy mit dieser Kombo ist natürlich auch seltsam. Alles mit dieser Kombo ist seltsam. Diese Kombo ist einfach der größte Kack. Das wussten die Entwickler auch genau. Deshalb kriegt man auch so eine scheiß Challenges. Piss dich, Envy. Ich will mal Envy sagen. Komm schon, stipp. Abgefuckter Hurenbock. Geschafft, ohne ein Herzschaden zu nehmen. Nice. Ich kann mit dem Schlüssel in den Itemraum. Ich habe nur drei Cash, deshalb öffne ich einfach die Kiste da unten. Also Cashy kommt wohl nicht. Wieso? Er will noch in Ruhe essen und Jenny kommt demnächst und könnte dann stören. Ah, die Zecke, scheiß drauf, die Zecke nehme ich mit. Weil die Bosse mit weniger Leben spawnen, du sie nicht mehr tauschen kannst. Ja, weil die Bosse dann mit weniger Leben spawnen, das ist mit dieser Dingens ganz gut. Das Einzige, was mir besser hätte helfen können, ist das Damage Up und das habe ich noch nie gefunden. Welches Damage Up? Das Damage Up Trinket, Horned? Irgendwas, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, diese Hörner, doch, kenne ich. Ich habe die nie gefunden. Ich auch nicht. Ich dachte mal, Cancer wäre das, aber... Weil das so ähnlich aussieht, aber das ist es nicht. Kessel lässt sich doppelt so gut schießen. Und doppelt so schnell schießt, meine ich. Ja. Freddy. Hm? Weißt du, was der Junge gerade gefunden hat? Cancer? Brimstone. Was? Das macht er nicht, ne? Nein. Devil Deal? Lässt er liegen. Shotgun, mein Brimstone? Den nimmt er nicht mit. Hat er nicht gemacht. Den jetzt da liegen. Alter, weißt du, wie schnell ich den Scheiß aufladen kann? Sofort? Ja. Das macht sogar sinnvoller für mich, mit den Tasten zu spielen. Ja, ich komme gar nicht damit klar, aufzuladen. Also, damit. Das geht gar nicht für mich. Das spiele ich auch nicht mit dem Controller. Ist das eine OP-Kombo? Hab den Sound übrigens verpackt. Machst du jetzt extrem viel Schaden oder immer noch ziemlich wenig? Immer noch eins, aber ich habe einen Brimstone. Und der nicht mehr so abgefuckt durch die gesamte Gegend fliegt. Das kann nur besser sein, Alter. Alles kann. Es ist alles einfach, kann nur besser sein als der Scheiß. Eine Goldkiste, die ich nicht öffnen kann. Und ich mache ja immer noch meinen Dingensschaden hier, meinen Eisenbahnschaden. Und der Sound ist so verbuggt, dass ich keinen Sound mehr habe. Also falls jemand weiß, wie ich den Sound entbuggen kann, dann möge er es mir mal in die Kommentare schreiben. Was ist denn verbuggt? Alles ist ganz leise. Ist gut. Freddy? Hm? Ich höre dich kaum noch. Warum? Weiß nicht, ich glaube, alles ist runtergeregelt, alles. Hast du vielleicht wieder an dein Teil gedreht? Nein, ich habe kein Teil mehr dran. Ich habe jetzt ein anderes Headset, weißt du noch? Ja, keine Ahnung, also... Ich habe nichts verändert und ich habe nicht irgendwelche ziemlich lauten Geräusche gemacht in letzter Zeit. Also liegt's an dir. Kannst du die vielleicht auch irgendwo anders runterdrehen? Nein. Sicher? Sicher. Das ist blöd. Red jetzt mal wieder? Ich red jetzt mal wieder. Alter. Ja, ein bisschen. Was? Ja, jetzt geht's wieder. Was hast du gemacht? War verbuggt wegen dem Brimstone. Jetzt hast du ihn abgelegt, oder was? Nein, ja genau, den Brimstone abgelegt. Nee, ich habe einfach dieses SFX runtergedreht. Okay. Das hat funktioniert. Okay, dann müsst ihr leider ohne diese nervigen Brimstone-Geräusche leben. Ich weiß nicht, ob mein Headset das nicht umsetzen kann oder mein Computer, aber irgendwas von beidem hat gerade richtig hart gebuggt. Hauptsache, ich höre dich jetzt wieder, Alter. Ist doch gut.
Hast mich vermisst? Total. Krass. Ja, krass. Caves 1 bin ich jetzt schon, Alter. Und noch sieht's echt gut aus. Mit Brimstone ist es ein 40er Win eigentlich, also. Naja, ich mach halt keinen Schaden, ne? Ja, trotzdem, du hast einen Brimstone, der durch Stein und alles geht. Und du machst halt dauerhaft Schaden, also du machst halt einen Schaden, aber dauerhaft dafür, weil du Brimstone hast, der ist ein dauerhafter Laser. Der Tiny Planet ging übrigens auch durch Steine. Ja, ich weiß, aber das ist scheiße. Ja. Aber jetzt kannst du wenigstens wieder zielen. Ja, jetzt kann ich wieder zielen, deshalb habe ich den Brimstone ja auch hauptsächlich mitgenommen, Alter. Auf den Schaden habe ich ja geschissen, Alter. Der Brimstone macht ja nicht mehr automatisch Schaden. Fuck. Das tat weh. Aua. Ja, da bin ich gerade reingerannt, tut mir leid. Ich finde nur normale Herzen, Alter. Ich habe 10 Bomben und keine Ahnung, wo der Geheimraum ist. Legen wir die Bomben mal da. Da ist der Geheimraum. Jetzt habe ich ein bisschen Knete. Oh, die werden ja wirklich enthauptet. Wer wird enthauptet? Na hier, ich glaube, es gibt hier so eine Guillotine. Und da legen die halt Leute rauf und dann werden da wirklich die Köpfe abgeschlagen. Okay. Interessant. Soll mal fragen, ob ich die noch essen kann? Kann man die auch mitnehmen? Nicht zerfleischen, nicht zerfleischen, ich möchte gerne essen. Essen, Junge, essen! Oh, jetzt hab ich kaputt gemacht, Mist. Ich suche gerade den Supergeheimraum. Der müsste theoretisch hier unten sein. Nein, ja, okay, da unten. Aber ist er bestimmt nicht. Ist er nicht, kann doch nicht sein. Das nächste, ich habe gar keine Ahnung, wo der sein kann, weil ich hatte doch einmal, dass der komplette andere Ende des Maps war, obwohl neben dem Bossraum irgendwie noch so ein Dings frei war. Also. Ja, das kann passieren. Ich weiß auch nicht wieso, aber es kann durchaus passieren. Bei mir könnte er jetzt gerade nur noch da sein. Ja, da ist er auch. Er ist genau an der anderen Seite. Mit roten Herzen, danke. Hast du jetzt einen Brimstone, dann kannst du die roten Herzen zu schwarzen Herzen machen, wenn du ganz drauf dreimal raufschießt. Ja. Und dann dreimal im Kreis laufen, ne? Ja. Freddy, im Kreis laufen hilft immer. Immer. Ich hab's gerade erstmal ausprobiert, ob es funktioniert, aber. Hast du wirklich ausprobiert, ob man, wenn man dreimal raufschießt, das Herz dann schwarz werden? Ach, dreimal hast du ja gesagt, ja. 1, 2, 3. Ja, funktioniert nicht. Ach Mensch. Wurde das rausgepatcht oder was? Gertie Junior, willst du mich verarschen? Jawohl, eben. Alter, ich mach schon ganz schön gut Schaden. Also eigentlich überhaupt nicht, aber so besser als gar nichts ist es. Okay, die haben jetzt schon 3 Herzen Schaden gemacht, Alter. Piss dich doch. Du kleiner Bastard. Ich hasse den, vor allem weil der so schnell ist. Je n'ai pas l'air. Gertie ist tot, ich krieg natürlich keinen Teufelsraum. Aber ein Damage-Up. Was mir immer noch nicht angezeigt wird, aber ich hab einen Damage-Up. Welches? Ach, diese Route, diese Peitsche. Nein, Cat o' Nine Tails? Ja. Oh. Alter. Was ein abgefuckter Scheiß. Sonnengegner dann auch noch, ne? Jetzt hab ich schon 2 Gerties, ne? Nee. Ja, okay, man merkt schon, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Aber halt nicht wirklich viel. Ich will die Challenge auch gerne haben und dann Brimstone finden. Das wäre echt super. Vor allem habe ich jetzt auch keine Reichweite mehr. Ich habe jetzt endlose Reichweite. Mom's Toenail, gut, dass ich den nicht mitnehmen kann. Mom's Toenail ist das gar nicht. Abgefuckteste Item überhaupt. Nein. Ja klar, der Fuß tritt dich manchmal selbst. Ja, wenn du nicht ausweichst, schon. Ja, aber das ist abgefuckt. Das will man doch nicht. Ich habe hier jetzt gerade so einen Bretterraum, den ich mal aufsprengen werde. Den Bretterraum habe ich eigentlich immer im Bett gefunden. Ich habe da bisher... Ja klar, ein Bett findet man da drin immer. Aber ich hab da auch schon einen Bagger drin gefunden. Bagger sind halt ziemlich cool. Ich
habe aber keine Ahnung, wie oft sich dein Leben in dem Bett regeneriert. Einmal, glaube ich. Ich habe praktisch genau daneben im Arcade-Raum stehen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal bis auf ein halbes Herz alles runter machen und werde mich dann einmal heilen. Ja, ja. Aber dann muss ich auch nicht mit gezücktem Brimstone rumlaufen. So, das ist das Bett übrigens, in dem kann man sich heilen. Das ist ziemlich nice. Keine Ahnung, ob das mehrmals funktioniert. Ich würde es gerne ausprobieren. Aber ich lasse es erstmal. Alter, habe ich ein Glück, dass ich den Brimstone habe. Die Gegner mit dem normalen Tiny Planet killen wäre ja unmöglich, Alter. Caves 2, gleich erstmal einen Boss machen. Chubb, abgefuckter Scheiß. Aber macht der schön Schaden inzwischen. Also echt so für einen Brimstone. Ja, triffst du ja alle Körperteile auch gleichzeitig. Also. Ja, vor allem habe ich ja so einen Brimstone, der einmal um mich rumgeht, bevor er dann rausgeht. Und dann, damit kann ich extra Schaden machen. Glaube ich. Anderthalb Herzen. Ich kann hundertprozentig wieder kein Devil Deal. Nein, klar. Aber den Spoon, super, Speed Up. Danke, Isaac. Danke. Den was? Den Spoon, den Wooden Spoon. Ja, man kann nur einmal schlafen. Bist du schneller, ist auch gut. Nein, das ist nicht gut. Ich bin sowieso schon ziemlich schnell. Naja, zwei. Ich hatte eigentlich gehofft, einen Devil dir zu kriegen, aber da ich wieder Schaden gekriegt habe, war es ja nicht möglich. Ein Scheiß, Alter. Auf welche Ebene hast du den Brimstone gefunden? Caves 1. Okay. Wieso? Du wolltest wissen. Oder sogar auf einer Ebene davor noch, kann auch sein. Kann auch sein, dass ich noch eine Ebene davor schon gefunden habe. Okay. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ja, doch. Doch. Ist, glaube ich, schon das zweite Mal, dass ich... Super. Wieder dieses Pay-to-Win-Item, was mir gerade gar nichts bringt. Und ein Seelenherz. Ich habe noch kein Leertaste im Item. Was? Was ein Apfel. Krampus-Set wäre geil. Ja, Krampus-Set wäre richtig nice, Alter. Ja, Tammy-Set wäre geil. Ja, stimmt, Tammy's Head ist ja noch nicer. Tammy's Head ist sowieso nice. Außer Bob's Rotten Head sind eigentlich alle Köpfe geil. Bob's Rotten Head ist ein gratis Bumble. Ja. Also für Geheimräume. Wenn man Glück hat. Und das alles schön offen ist. Naja, man könnte es auch noch als Giftschaden sehen. Also, eine Dot sozusagen, aber... Dafür ist es einfach zu scheiße, Alter. Mit dem Ding richtig zu zielen, ist so nervig. Hab mein Seelenherz übrigens schon wieder verloren. Ranz hatte gerade einen Frame-Einbruch. Ich muss mal gleich DirectX neu installieren. Meinst du? Ja, es ist zwar auf der neuesten Version, aber das verwirrt mich auch jedes Mal so bei Spielen. Alter, die installieren einfach 7000 verschiedene Versionen von DirectX. Jedes Spiel installiert eine einzelne Version von DirectX. Jedes Mal. Ich weiß überhaupt nicht warum. Das ist schon verwirrend, ohne SFX zu spielen. Na komm. Explosive Diarrhea, danke. Jetzt habe ich den Automaten gesprengt. Oh, fuck. Spreng ich die Blood Donation Machine. Der Bloodbag wäre natürlich das geilste gewesen jetzt gerade. Meinst du? Na klar, ne? Ein. Nein, zwei Leben sogar plus, ne?
Und 2 Leben. 2 HP ab, glaube ich. Oder machst du noch 1 HP ab? Hat immer nur 1 HP abgemacht. Okay, ich dachte, in der Dingens hat 2 HP abgemacht, aber okay. Naja, und einmal komplett was aufgefüllt. Entschuldigung. Bitte dir auch leid tun. Ah, Mann, diese Karte gibt mir gerade Over, ey. Ja, hallo, danke. Hast du Hallo voll? Ja, vor allem habe ich einen schwarzen Hallo, der Bombenfliegen spawnt und mit dem komme ich ja gar nicht gut klar. Ich hasse eigentlich jeden Gegner, der Fliegen spawnt. Oder zumindest Bombenfliegen, also jeden schwarzen Special-Gegner. Eine Goldkiste und ein bisschen Knete hole ich mir auf jeden Fall. Wow, da war ein bisschen ein Herzen. Anderthalb Herzen ist gut für mich. Das ist schon wieder richtig gut für mich. Wie spät ist es jetzt? Okay, ich muss gleich los, aber wir sind jetzt auch schon auf Tiefen 1. Das heißt, Mami kommt bald. Dann fahren wir vor dem Marmkampf einfach nochmal los. So, dann sprengen wir da noch meine Luft. Ja, super, so viel Pech kann auch noch nicht haben. Fick dich doch. Na, 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 na. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Oh, diesen fetten Scheißhaufen. Ich hasse den fetten Scheißhaufen. Warum? Also nicht Dingel, sondern diesen Möchtegern-Dingel. Den Möchtegern-Dingel, der eigentlich stärker ist als Dingel. Ist er voll leicht. Ich würde sagen, der ist eigentlich leichter als Dingel. Der Dingel ist doch für den Arsch. Ja, Dingel ist doch ein Bastard, ein Huren, so ein dreckiger Wichskopf. Wie gesagt, also Dingel ist meiner Meinung nach der schlimmste Gegner im Spiel. Nein. Nein, nein, nein. Welcher ist schlimmer? Dark One. Auf jeden Fall der verbundene Dark One. Also der ist. Ja, okay, der verbundene Dark One ist für den Arsch. Dingel ist einfach nur stark, weil er am Anfang kommt und man einfach keine Items hat. Wenn man ihn später findet, ist er eigentlich ziemlich leicht. Ja, fast jeder Gegner ist am Ende leicht. Außer The Dark One. Ja, The Dark One ist einfach Monstro 2. Ja, nein. Dann auch noch in der Version, Alter. In der kleinen roten Version. Wobei mir das eigentlich nur passen kann, ey. Dann habe ich mir ganz so viel Leben. Das Monster kann kein Laser nach unten schießen kann, ey. Wäre auch ein bisschen gemein. Klar wäre das ein bisschen gemein. Schaden gekriegt. Komm, komm, komm. Es ist auch mies, dass Satan einen Laser nach unten schießen kann, ey. Nee. So schon will ich das jetzt nicht. Ich schon. Alter, brauche ich lange, um den zu töten. Echt so gut wie keinen Schaden. Obwohl ich jetzt schon ein Damage ab hatte. Ein Herz noch. Besiegt. Und die Spritze mit Damage und Range ab. Immer noch ein Damage, Alter. Wie die Soymilk einfach einem den Damage runterfickt, ne? Das glaubt ihr einfach nicht. Die macht irgendwie den Schaden bei 0,1 oder so. Ja. Ich hatte übrigens gerade einen harten Lag, weil 4 von diesen Vagia-Fotzen auf einmal geschossen haben. Ich hab da keine Lags. Ja, du hast auch eine neue Version von DirectX. Scheiß.
Habe ich das? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ne? Du bist IT für. Ich habe mein DirectX nie geupdatet. Ich habe immer nur die Version, also ich habe nur von neu, von Spielen die Version. Ja, ich auch. Das ist bei mir scheinbar jetzt am Rumbuggen. Ja, dann lass das. Lass das. Was macht Jera als Rune? Jera, was steht da drunter, also wenn du sie aufhebst? Bounced. Abundance, ich glaube, das macht alle deine Drops, die gerade im Raum sind, verdoppeln. Also, ja. Okay. Hatte ich mal, da habe ich ganz viel Geld in so eine Maschine, in so einen Automaten gesteckt. Und dann habe ich da. Ich glaube, da hatte ich doppelte Items, das halt Geld und so zu zwei Münzen wurde. Und dann habe ich dann Jera eingesetzt und dann hatte ich da extrem viel drin. Also. Ja. Hier ist ein Shop. Im Seelenherz, ja. Und im Schlüssel, ja. Nur noch mal in Münzen, ja. Okay, dann werde ich Jera vermutlich einsetzen, wenn ich ein bisschen was Gutes finde. Kannst du mal nachgucken, ob es auch die Trinkets und so einen Scheiß verdoppelt? Nein, Trinkets. Warum soll das Trinkets verdoppeln? Weiß nicht. Also sozusagen noch ein Trinket-Spawn daneben. Nein, das verdoppelt halt nur die Gegner, die da sind. Okay, schade. Hier ist das How to Jump Book, das nehme ich mal mit. Nee, Telepathie für Dummies. Auch nice. Macht es einfach die gleiche nochmal oder macht es eine andere nochmal? Was? Ja, wenn es zum Beispiel eine Karte ist. Die Karte, es verdoppelt einfach die Gegenstände. Also die gleiche nochmal, schade. Ja. Dann lohnt sich das überhaupt nicht. Schade, schade. Dann nehme ich mal Telepathie für Dummies mit. Das wäre natürlich extrem nice. Ich könnte mir einfach mal 10 Bomben spawnen. Und ich muss jetzt auch erstmal los. Das heißt, Mami, sehen wir dann gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zurück. Oder besser gesagt, für euch hat es ja nie aufgehört. Doch, kurz. Ja. So eine Millisekunde. Eine Millisekunde. Ja, Bagger. Komm schon, gib mir. Was versteht so ein Gewehr nicht? Nicht so der beste Assassinen-Dieb. Du laggst und meine Freundin ist übrigens inzwischen da. Temperance spawnt immer noch eine Blood Donation Machine. Wieso lagge ich? Keine Ahnung, jetzt laggst du nicht mehr. Wahrscheinlich hört man, wie du isst. Jetzt ist sie weggegangen. Oh, jetzt fick dich doch, jetzt hat er mir noch mehr Herzen ausgespuckt. Ich hab grad. Bloodback. Lag ich jetzt wieder oder nicht? Nein? Ja? Nein? Okay, ja, ich hab grad in Assassin's Creed Unity, hab ich gerade kompletten Gebäudekomplex ausgerottet und da war gar nichts. Also. Ich hätte vielleicht noch mein Missionsziel gucken sollen. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Cash. Scheiße. Ich kann noch eine Blood Donation Machine spawnen. Ich kann noch eine. Kannst du immer lassen? Jetzt komm, nimm doch mein Geld. Nein, gib mir was Richtiges. Hier liegt noch Two of Spades. Verdoppelt meine Schlüssel. Der Ficker hat mir immer noch nicht das gegeben, was ich haben wollte. Vielleicht hasst er dich. Könnte ich ja sogar verstehen. Super, das bringt mir eh nichts, weil ich kein Fliegen habe, leider. Da will mir dieses Jumpbook jetzt bringen, How to Jump. Fuck. Fuck that shit. Ein schwarzes Herz, nice. Und eine Münze, hoffentlich reicht die. Oh, Moms Hände, die habe ich komplett vergessen, dass hier ein Raum ist. Okay, jetzt wurde ich gegriffen und rausgeschmissen. Ich hatte nicht gesehen, dass hier ein Raum ist, in dem ich Schaden kriegen kann. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Raum.
Der wirft einfach nur Herzen raus, der Hurensohn. Doch nicht gemein zu ihm. Ja, der will mich verarschen. Jetzt wirft er noch eine Karte raus. Jetzt hat er noch Two of Clubs rausgeworfen. Wer? Der Bagger. Ganz normaler Bagger? Ja. Wird mir stinken, wenn ich. Ich hab ihm jetzt schon 20 Münzen gegeben oder so. Ich hab noch nie einem Bagger so viele Münzen gegeben, das glaubst du nicht. Ich schon, öfters. Normalerweise droppen Bagger bei mir immer gleich was. Ich hoffe, ich krieg ein Fliegen-Item. Super, zweimal den Portable Bloodbag. Zweimal. Das ist doch gut. In einem Raum. Und soll doppelt Blut spenden. Ich frage mich gerade erst, ob ich hier reinkommen soll. Noch eine Münze, ey. Ich werde dem so viele Münzen in den Arsch stecken. Bis der mir was Vernünftiges gibt. Noch eine Rune. Gera. Hä, nochmal? Du glaubst nicht, wie viele Bomben und Schlüssel ich mir jetzt machen kann. Hallo? Wie nochmal hast du die jetzt. Liegt die da noch einmal rum und hast die jetzt nochmal einmal in Tau oder wie? Ich hab jetzt was? Zweimal. Du kannst sie ja theoretisch, kannst du Gera endlos machen. Ich kann die endlos machen. Mach das. Wenn das funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Doch, du müsstest die Jera-Runen auch verdoppeln können. Das glaube ich ja eben nicht. Ich werde es mal probieren, das ist ja schon die Marm-Ebene. Dann könnte ich mir so viel Scheiß machen. Dann könnte ich mir theoretisch... Der so richtig nutzlos ist, weil du ihn gar nicht mehr brauchst. Ich könnte mir theoretisch endlos Seelenherzen machen, wenn ich einen Raum mit Seelenherzen hätte. Mhm. Warte mal. Ich gehe erstmal alle Räume ab. Ja, Dingel, danke. Oder hier dieser Fake-Dingel halt. Ich hasse diesen Fake-Dingel, Alter. Weil mein Spiel ist abgestürzt, super. Good job. Also mein Spiel ist nicht richtig abgestürzt, aber ich hänge so rum und nichts mehr bewegt sich. Das hatte ich schon mal. Okay. Ach ja. Ich habe übrigens einen Item-Multiplier und einen Schlüssel-Multiplier und die beiden Runen. Das heißt, ich werde das jetzt alles im gleichen Raum droppen. Ich werde so viel Scheiße kriegen. Ich habe in diesem Raum jetzt einmal Two of Clubs, einmal Two of Spades, die Gera-Rune, zwei Bloodbags, also zweimal diesen Portable Bloodbag. Ja, der nächste bringt, weil er ein Item ist. Ja. Wobei es ziemlich cool wäre, wenn man Items verdoppeln könnte. Das ich würde gerne an die dumm. Beiden Seelenherzen rankommen, Alter. Das Einzige, wo das was bringen würde, wären so Items, die HP abgeben oder so. Okay, nein, alle anderen auch. Ich war ein bisschen dumm. Ich habe gerade so an Brimstone gedacht, dachte so, zwei Brimstones wäre ich irgendwie ziemlich nutzlos, weil du hast ja schon einen dann. Aber ja. Aber ja. Okay, gut. Dann verdoppel ich jetzt erstmal alles. Ne, warte, ich gebe dem Bettler jetzt erstmal nochmal das restliche Geld, was ich habe, und dann verdoppel ich alles. Ja, Dogfood. Das heißt aber übersetzt auch für mich, indem ich diese Jera-Rune jetzt einsetze. Nein, die Runen verdoppeln sich nicht. Nicht? Nein. Hab ich, jetzt drei... Alter, wie oft ich jetzt Two of Spades hab, das glaubst du nicht, ne? Two of Spades, Two of Spades, Two of Spades. Ne, viermal sogar. Stimmt. 12, 24... 48, 96 Mal. Ich habe jetzt 96 Schlüssel. Das gleiche kann ich mit den Bomben auch noch machen. Außer dass es keinen Bombenberger gibt, sondern nur einen Berger, der mir was bringt. Ich bin in den Teufelsraum gekommen, habe Guppy's Tail. Und Guppy's Head. Das heißt für mich jetzt aber, ich benutze Guppy's Head. Benutze Guppy's Tail zweimal, nehme die Telepathie und gehe da hier raus. Ich verdoppel erstmal nochmal meine Bomben, damit mir diese ganzen Sachen hier nicht rumliegen. Two of Clubs. 72 Bomben habe ich jetzt. 73. Komm schon, cut mir viel schön aus, ja? Nein! Oh, Gott sei Dank, Alter, die Trollbomben hätten fast gekillt. Ahem.
Kann man eigentlich auch das Leertasten-Item ablegen? Nein. Schade, das war richtig nice. Doch, kann ich. Ich kann ja ein Bloodbag nehmen, ja. Und wenn ich dann nochmal in den Teufelsraum teleportiert werden kann, kann ich mir theoretisch auch Gabis Tail nochmal rausholen. Falls der mir noch ein HP ab hier hinwirft. Die blaue Fliege. Ja, Forever Alone Attack Fly. Schade. Zwei Seelenherzen nochmal. Noch ein bisschen Cash. Eine Bombe. Mal ein paar Bomben und noch ein bisschen Cash. Ich kann mit dem ganzen Bomben und dem ganzen Cash aber nichts anfangen. Schade. Okay. Dann nehmen wir jetzt nochmal Tour of Clubs. Jetzt haben wir 99 Bomben, 69 Schlüssel, nur 14 Cash. Damit gehe ich auf jeden Fall nochmal in den Cash-Raum. Schade, dass ich keine Tour of Diamonds noch gefunden habe. Das wäre richtig gut gewesen. Komm schon, Cricket's Head, bitte, bitte, Cricket's Head, bitte, Cricket's Head. Ja, schade, nur Bombe. Ja, das war unnötig und ich habe mir jetzt selbst Schaden gemacht. Fuck, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich das Card-Deck gekriegt. Das Sun. Macht Gegnern im Raum Schaden, ne? Und deckt die Karte auf. Und deckt die komplette Karte auf, halte ich komplett. Ja, Heilung bringt mir nichts mehr. Hab nur noch blaue Herzen. Also, Sun ist einfach OP-Karte. Ja, aber ich hab nur noch blaue Herzen. Ja, würde mich stinken, wenn ich du wär. Tut es, tut es. Lässt mich aber nicht fliegen, oder? Nein. Gut. Dann machen wir jetzt den Marmkampf. Alter, ist der Brimstone geil mit dem Telepathie vor Dummies. Ja, ich weiß, der geht da so ein bisschen cool in den Raum, ne? Ja, nicht nur so ein bisschen, Alter, der wirbelt einfach über alles drüber. Also er trifft alles im ganzen Raum. Und der macht ja auch halbwegs gut Schaden. Ja, stimmt, das hat ja The Gate auch. So einen ekelhaften Laserstrahl, der alles trifft, egal wo du bist. Armes Tod. Und nochmal ein HP ab und nochmal den Devil Room, den ich natürlich schon hatte. Das heißt, ich mache mir das natürlich noch mit Gobby's Paw endlos viele Herzen. Zack. Und dann kann ich jetzt nur noch runtergehen. Tschüss. The Rune of Hever? Ewas. Ewas. Okay, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Yes.